Thorsten Wessely, diensthabender Pressesprecher der Feuerwehr Hamburg. Herr Wessely, was ist genau hier vorgefallen? Ja, wir wurden hier in den Abendstunden zu einer Rauchentwicklung aus einer Kfz-Werkstatt alarmiert in dem Billburg-Deich hier in Hamburg-Billburg. Und als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, kam ihnen eine männliche Person mit schwersten Verbrennungen bereits vor der Autowerkstatt entgegen. Wir haben diese sofort rettungsdienstlich erst versorgt und dann nachher im weiteren Verlauf nach Behandlung durch eine nachgeforderte Notärztin dann mit schwersten bzw. lebensgefährlichen Verbrennungen in eine Spezialklinik für Verbrennungsopfer befördert. Parallel dazu haben wir einen massiven Löschangriff mit 3 C-Rohren sowohl im Innenangriff als auch im Außenangriff und über eine Drehleiter in Stellung gebracht. Das Feuer im Bereich dieser Kfz-Werkstatt konnten wir relativ schnell löschen, wenngleich wir jetzt noch mit massiven Nachlöscharbeiten beschäftigt sind, weil das Feuer sich in die Dachkonstruktion dieser 10x20 großen Trapezblech- bzw. Leichtbauhalle gefressen hat. Und deswegen haben wir jetzt aktuell eine Drehleiter und ein Teleskopmastfahrzeug hier vor Ort in Stellung, um diese Dachkonstruktion zu öffnen mit Trennschneidgerät und dann die Nachlöscharbeiten durchzuführen. Wir sind mit 50 Einsatzkräften hier aktuell vor Ort an der Einsatzstelle. Und diese Nachlöscharbeiten werden sich noch eine Weile hinziehen.